Du bist einmalig. An der Grundschule Nordhausen soll den Schülerinnen und Schülern diese Haltung vermittelt werden. Die Pädagogik von Maria Montessori dient dabei als Leitfaden, die Kinder in ihrer Persönlichkeit wahrzunehmen, Stärken und Schwächen anzunehmen und ihr individuelles Lernen zu fördern. Dabei soll genügend Raum zur Entdeckung und Entwicklung ihrer eigenen, unterschiedlichen Talente bleiben. Besonderer Wert wird darauf gelegt, dass die Kinder selbstständig und im Umgang mit anschaulichen Materialien arbeiten. Diese Materialien ermöglichen den Kindern eben handelnd Dinge zu begreifen und es damit im Umgang mit dem Material verstehen. Also es geht dann nicht darum, abstrakt was zu machen, sondern das abstrakte Denken eigentlich anzubahnen, indem man es wirklich tut, indem man handelt. Bis kurz nach 9 arbeiten alle Kinder in den Zimmern und auf dem Flur ruhig und in ihrem eigenen Tempo. Dabei haben sie eine Selbstkontrollmöglichkeit, lernen voneinander und helfen sich gegenseitig, möglichst in einer ruhigen und entspannten Arbeitsatmosphäre. Auf die Hilfe des Lehrers soll nur dann zurückgegriffen werden, wenn dies notwendig wird. Eine 12 plus 2. Nein, das ist zu einfach. Nicht sein. Man sieht, wie Kinder, wenn sie selber was möchten und selber drauf zugehen, in was für einer langen, unglaublichen Konzentration und Begeisterung die dann auch sein können für diese Sache. Ich tue hier die Wolkenarten sortieren, zum Beispiel die Gewitterwolke, die tiefe Schichtwolke, die Federwolke. Die muss ich halt alles sortieren, wo die immer liegen, hoch, weit, nah am Boden, weit vom Boden weg. Das sind halt die Schleierwolke und die hohe Federwolke. Hier ist die Wolken in ihren Stockwerken. In der Grundschule Nordhausen gibt es Raben, Drachen, Füchse und Eulen. Das sind die Namen der einzelnen Klassenstufen. In zwei Parallelklassen werden die Kinder der Klasse 1 und 3 sowie 2 und 4 gemeinsam unterrichtet. Diese Altersmischung ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, voneinander zu lernen, füreinander Vorbild und Lernpartner zu sein. Ein Viertklässler hat zum Beispiel die Aufgabe, sich zu überlegen, wie viele Ecken, wie viele Kanten, wie viele Flächen hat dieser Körper, und sie malen auch das Gitternetz dazu. Also die Anforderungen steigen, sie zeichnen auch Schrägbilder oder berechnen die Oberfläche. Also da wird schon stark differenziert, und es gibt aber auch viele Kleine, die dann da auch interessiert dabei sitzen und das schon aufnehmen. Und das ist das Schöne. Gemeinsam erarbeitete Regeln können immer angepasst werden, um ein gutes Miteinander zu ermöglichen. Dies bedeutet die gemeinsame Gestaltung der Schule als Raum und Lebensort. Öfters, dass jetzt Kinder einer Klasse bei Kindern einer anderen Klasse irgendetwas sehen und sagen, das möchte ich auch machen oder sich gar dazu setzen, und auch das ist möglich. In einer vorbereiteten Umgebung laden die Lernmaterialien von Montessori ein, spielerisch zu arbeiten. Die Kinder wählen in dieser Zeit selbstständig ihre Themen aus und entscheiden, ob sie alleine, mit einem Partner oder in einer kleinen Gruppe arbeiten wollen. Und wir sollten 9 aufs Tablett legen, guckt mal. 80% von dem, was man getan hat, behält man. Wenn man es nur gelesen hat, sind es nur 20%. Und durch diese Materialien, die wir den Kindern anbieten, und wir versuchen auch, dass die Kinder auch Lust, oder schauen, dass die Kinder auch gerade Lust zu diesem Material haben, dann ist der Lernerfolg gegeben. Und so können Kinder
langsamer sein, andere dürfen schneller sein, sie können Interessen entwickeln und das hat, glaube ich, das Material dann bewirkt, ne, dass man das machen konnte. Man hat natürlich auch gemerkt, dass die Kinder, die einen, die arbeiten gerne allein, die anderen zu zweit, die anderen in Dreiergruppen und auch dieses soziale Miteinander hat uns sehr gut gefallen und den Kindern auch, auch wo sie arbeiten. Die Kinder können bei uns ja auf dem Gang arbeiten, im Klassenzimmer arbeiten, die können auch mal ins Freie rausgehen, sind auch in Bewegung beim Lernen, was ja das Lernen auch fördert. Und das sind alles Dinge, die uns schon beeindruckt haben und überzeugt haben. Die halten an. Ist das toll? Schon faszinierend, oder? Hallo, Baby. Um 9 Uhr endet unsere Freiarbeit. Ja. Die Kinder tragen ein in ihr Lerntagebuch. Dann packen sie ihr Feschbe ein. Kinder haben Tee gekocht, dann wird Tee ausgegeben oder Mineralwasser. Und die Lehrerin liest vor, solange die Kinder am Feschbund sind. Der goldene Mai. Gieße deine Blütenschale, Frühling, über Berg und Tal. Lade uns zum Göttermale. Endlos war die Winterqual. Dann kommt die große Pause und haben wir einfach viele Möglichkeiten. Die Kinder können auf dem Schulhof spielen, durch die Straße zum Fahren mit dem Ollifuß. Ja, und danach kommen dann 2 Stunden gebundener Unterricht, traditioneller Unterricht. Oder auch nicht. Oder auch nicht, genau. Dann kommt die 2. Pause, etwas kürzer als die 1. Mhm. Und dann haben wir meistens noch 1 Stunde, manchmal auch 2. Und das ist 4 mal 5. Perfekt. Und dann hattest du ja noch eben eine Idee mit 4. Das war 3 mal 5. Wir durchaus auch mal Phasen haben, wo wir frontal unterrichten, wo wir auch mal die gesamte Klasse frontal unterrichten. Zum Beispiel in Menuk sind ja manchmal Themen, die dann für 1er und 3er oder 2er und 4er gleichzeitig bearbeitet werden. Dann arbeiten die 3er nachher auf einem anderen Niveau weiter. Und für die 1er war das dann vielleicht schon alles oder die machen dann auf ihrem Niveau was dazu. Aber die erste Phase für dieses Thema ist dann eventuell frontal und für alle zusammen. Ja. Wie viele habe ich hier, Vincent? 10 Hunderte und so ein Tausender. Die kann ich in einen Tausender umtauschen. Tausch mal bitte um. So, das ist etwas, das können wir schon. Ja. Jetzt geht es ja weiter. 10.000. Wie viele Tausender brauche ich beim 10.000er? 10. 10. Wie wir es bei den ganzen Hundertern gemacht haben, die einen Tausender umgetauscht haben, können wir diese 10.000er auch umtauschen. Also wichtig bei diesem hierarchischen Legen von Zahlen ist, dass die Kinder erkennen, dass wir immer einen Dreischritt haben, immer die 1er, die 10er und die 100er und sich das letzten Endes immer weiter entwickelt. Und dass wir dafür Darstellungsmöglichkeiten haben mit diesem Würfel, der Stange und der Platte. Und dass das eigentlich immer fort so weitergeht und dann eben erkennen können, wie sich das Ganze vermehrt, dieses Mal 10. Also für 10 Einer ist es ein Zehner. Und 10 Zehner sind 100er. Und später können sie dann eben auch feststellen, okay, 10.000er sind dann dementsprechend 1 Million. 8, 9, 10. Die sind genauso groß wie ein Tausender. 10 aufeinander gestapelt ergeben diese Stange. Sind das 10.000 in so einer Reihe? Ja. 1.000 solcher Teile in diesen Würfel reinpassen. Würden hier in diesen Würfel reinpassen. Wow. Das ist eine wie 1.000 Perlen hier reinpassen. 1 Million. Für jede Klassenstufe gibt es Pflichtaufgaben.
Die Kinder dokumentieren ihr tägliches Arbeiten in einem Lerntagebuch. Die Lehrerin ist dabei Beraterin, Begleiterin und Beobachterin. Wenn wir jetzt zum Beispiel heute Bruchrechnen gemacht haben, das ist das mit den Törtchen, das was hier liegt. Nach der großen Pause müssen wir dann immer so Sachen reinmalen, was uns diese Woche gut gelungen ist, und einen Satz reinschreiben. Mein Auftrag ist jetzt eben, dass ich Ihnen übers Wochenende noch reinschreibe, was mir aufgefallen ist jetzt in der Woche, was mir gut gefallen hat, oder auch mal einen Wunsch für die nächste Woche. Den Wunsch für die nächste Woche schreibe ich dann schon oben in die nächste Woche rein. Und die Hefte liegen dann am Montag für die Kinder bereit auf den Tischen. Also das Erste, was die Kinder am Montag machen, ist zu lesen, was hat meine Lehrerin mir geschrieben zur letzten Woche und was hat sie für einen Wunsch an mich für diese Woche. Und die Kinder schreiben dann hier rein, was sie selber sich vornehmen für die Woche. In unserer Freiarbeit ist es so, dass jede Klasse Pflichtaufgaben hat in Mathematik, in Deutsch und in Menung. Und immer, wenn sie eine Pflichtaufgabe beginnen, kleben wir einen gelben Punkt. Dann wissen wir, die Kinder starteten mit der Aufgabe, sie sind dabei. Aufgaben, die mit einem Sternchen versehen sind, dazu gibt es Tests, die dann immer dann geschrieben werden, wenn die Kinder ihre Arbeit abgeschlossen haben. Das heißt individuell während der freien Arbeit. Wir beobachten die Kinder, und Kinder, die Probleme haben, die Aufgaben hintereinander zu bewältigen, denen geben wir einen sehr engen Rahmen, sodass auch sie in die Arbeit hineinkommen. Durch die Zusammenarbeit mit Eltern, Kindergärten, Sprachassistentinnen, Akademien und anderen Schulen können zusätzliche Unterstützungen für die Kinder angeboten werden. Ein Igel. Gut. Auf. Ah, tschüss. Wir versuchen zu reden. Parlare. Verschiedene Sachen. Heute haben wir auf und daneben. Auch spielerisch. Oder manchmal gibt es auch eine Vorgabe von der Klassenlehrerin. Da können wir dann was machen, was vielleicht noch aussteht. Neben den Stuhl. Und hinter den Stuhl. Und vor den Stuhl. Und nochmal auf den Stuhl. Na? Auf den Stuhl. Guck, du bist da was mit Schmetterling. Willst du eine Schmetterling fehlen? Okay. Also wir wechseln uns noch mit zwei, drei anderen Mamas ab und machen jede Woche mittwochs während der Pause eine Schulbücherei, wo wir immer vorher schon ein bisschen was hinrichten, für alle Altersgruppen so ein bisschen sortiert. Wenn sie irgendwie was sich raussuchen möchte oder was Bestimmtes suche, dann beraten wir sie natürlich auch gerne. Hochgeschätzt werden vor allem Erlebnisse, die von den Kindern direkt in der Natur gemacht werden. Hier können sie Achtung vor allem Lebendigen entwickeln, die Natur sorgsam beobachten und viele Veränderungen im Lauf der Jahreszeiten erleben. Wir suchen Tiere, Kessler, Aslen, Raupen, und wir haben so ein Tier gefunden, so ein Tausendfüßler oder Hunderterfüßler. Was magst du denn? Das Rutschen zum Beispiel, oder dort hinten irgendwas spielen, oder sowas schneiden oder Tiere suchen in der Wildnis. Könnten wir auch im Wald machen. Ein Tages-, Wochen- und Jahresablauf strukturiert das tägliche Miteinander und gibt Schülern, Lehrern und Eltern Orientierung und Sicherheit. Beide
Rituale und Regeln werden sowohl für Arbeitssituationen als auch für das Zusammenleben in der Schulgemeinschaft genutzt. Heute haben wir noch Klassenrat. Dabei sprechen wir, was wir mal wieder machen wollen oder was wir zum Beispiel einen Sport machen wollen oder einen Waldtag. Da besprechen wir alles, was auf so Zettel steht. Manche haben zum Beispiel Spielvorschläge oder einen Ausflug. Oder Sachen, wo man sich ärgert drüber. Oder was zum Vorstellen. Und dann wird es besprochen. Dann haben wir halt einen kurzen Klassenrat. Heute ist aber auch gut, weil ich habe noch ein paar Dinge zu besprechen. Ja. Ja? Gut. Zu den verpflichtenden Unterrichtsstunden gehört auch die Atelierzeit. Kinder aus allen Klassen und auch Vorschulkinder kommen zusammen, um sich ausgiebig mit einem Thema zu beschäftigen. Beispielsweise Kunst, Kochen, Sport, Weben oder Gärtnern. Dreimal im Jahr wählen die Schülerinnen und Schüler ihr Atelier aus. Sehr intensiv wird in Kleingruppen geforscht, gewerkelt und gearbeitet. Das Prinzip ist, dass jede Kollegin, jeder Kollege ein Thema sich auch gesucht hat, das ihm selber sehr am Herzen liegt. Also es ist immer so, wenn ich Atelierleiterin bin, dann mache ich ein Atelier zu einem Thema, das mich selber fasziniert und dass die Kinder da so eine Vielfalt einfach mitbekommen. Lasse, ich würde gern mit euch einen riesengroßen Blumenstrauß malen auf ein ganz großes Plakat. Auf mein Blatt Papier möchte ich die ganz groß da drauf malen. So groß wie Blätter. Ja? Ich will den. Okay. Ja, aber ja. Okay. Ja. Wie ist das denn? Deswegen, ich hab's nicht geschottet. Die Schnecke ist zum Schnecken. Das läuft alt. Oh, Schnecken. Aber wenn es dann trocken ist, müssen wir nächste Woche die Außenseite machen. Hallo. Bei dir mit dem Häschen? Ja. Sieht doch gut aus. Ich brauche nur ein bisschen, sondern du darfst größere Stiche machen. So, Lara, bei euch klappt es beim Einfädeln? Der Faden? Ja. Dann vernähst du ihn unter dem Häschen am besten. Hä, wie geht nochmal vernähen? 3-4 Stiche. T-Shirt. Das sieht man nicht. Okay, fertig. 2 fehlen. Was brauchen wir noch? Leon. Bisschen Salz. Mhm. Ja. Darf ich auch mal laut spielen? Im Laufe der Zeit lernen die Kinder die einzelnen Ateliers kennen. Dabei können sie sich selbst entdecken und entwickeln.
Einige Ateliers befinden sich außerhalb des Schulgeländes und werden vor Ort besucht. Ein Boom! Eine andere Farbe sieht die schon. Hier. Tada! Der Teppich ist fertig! Was haben wir noch? Das? Was müssen wir noch machen? Der Liam, der hat es vorhin alles aufgeschrieben. Hier, der Liam kann uns mal vorstellen, was wir heute machen. Wir haben heute volles Programm. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Die großen gelben Blüten. Und auch da vorne, seht ihr das? Das sind Königskerzen. Und da müssen wir, tun wir die Blüten ernten. Weil da machen wir Tee davon. Und nächste Woche bei der Präsentation, dann haben wir dann fertigen Tee. Den nehme ich mit heim zum Trocknen, dann mischen wir das. Okay? Dann kommt der. Ich mache die Blüten. Und das wird dann geknetet. Ja. Die kannst du schon. Warte mal. Genau, die tun wir schon mal hier ein bisschen rein. Dann hast du. Oh, das gibt aber, das gibt eine super Kräuterbutter. Da ist Kräuter und nur ein bisschen Butter, gell? Die kann man so reintun. Gell? Das verknetet sich dann. Sind die Dinger essbar? Die sind essbar, natürlich. Richtig cool. Man ist ja etwas cool hier oben. Die Kai hier ist schön, ist noch von der Sonne schön geschützt. Alle aufs Baumhaus! Ja! Wuhu! Ich will sie mal ausgucken. Okay! Vier Stück. Jetzt wieder zumachen. Genau. Gut, zumachen. So. Und das, was wir jetzt machen, ist praktisch ein Schutz für die Erde. Okay? Ja, das ist zum, sozusagen das, die Klamotten. Das war spannend. So, jetzt sagt die Sophia, Frosch nimmt seine Lesebrille und bläht sich auf, soweit er kann. Genau, merkst du was? Und dann setz dich doch so lange. Genau. Neben den Käfer. Das ist auf der Bühne nachher sowieso anders. Ne? Das ist jetzt nur hier für unsere Probe. Moment, Marienkäfer, habt ihr noch jemandem von Entes Geschichte erzählt? Nein, wir sind gleich losgeflogen, Maus hinterher. Na Gott sei Dank. Dann kann ich jetzt endlich anfangen vorzulesen. Hat er ganz super. Cool. Also, dann geht's mal. Ich bin für die ganze Geschichte reingekommen. Ja, das ist sehr gut. Ne? Das habe ich auch noch ganz gut. Diese große Freude, die wir in unserem Beruf haben und dieses erfüllte Arbeiten, das wir dadurch haben, dass die Kinder so gut wie immer an dem arbeiten, was sie auch leisten können, geht es uns hier, glaube ich, allen sehr gut. Sein und anders sein wird hier wahrgenommen und akzeptiert. So ist auch der Umgang untereinander durch eine respektvolle und unterstützende Grundhaltung mit dem Blick auf das Gute bestimmt.